Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Ha, diesmal habe ich den Titel richtig gesagt. Ich krieg's doch langsam rein. Ja, wir sind bei den letzten Part haben wir die 7 Wunder von Twilight Town abgehakt, außer einem, und das wollen wir uns jetzt angucken. Weißt du, wir wollten uns das Geisterhaus morgen vornehmen. Ist der wundersamste Ort von allen. Verstehe. Sogar Cypher und seine Bande wollen helfen. Cypher? Ja, Heiner hat ihn drum gebeten. Und wonach suchen wir? Es heißt, im ersten Stock würde sich ein Mädchen zeigen. Obwohl schon seit Jahren niemand mehr in diesem Haus hier lebt. Roxas. Namine? Bin das ich? Axel ist auch drauf. Ihr seid gute Freunde. Sehr witzig. Möchtest du nicht die Wahrheit erfahren? Wer du wirklich bist? Niemand kennt mich besser als ich selbst. Natürlich. Aber ich begreife die jüngsten Ereignisse nicht. Du kennst die drei, stimmt's? Ja, Sora, Donald und Goofy. Sie kommen meinen Träumen vor. Vor etwa einem Jahr ergab es sich, dass ich die Erinnerungen und Soras Herzen, die wie die Glieder einer Kette verbunden waren, voneinander trennte. Aber jetzt setze ich sie wieder zusammen, so wie sie waren. Es hat lange gedauert, aber bald schon wird Sora wieder ganz der Alte sein. Dieser Vorgang hat auch dich beeinflusst, Roxas. Du meinst die Träume? Ja, du und Sora, ihr seid verbunden. Und damit Sora wieder so werden kann wie früher, braucht er dich. Mich? Wozu? Du bist die Hälfte dessen, was ihn ausmacht. Er braucht dich, Roxas. Namine? Namine? Wer bist du? Eine Hexe mit Macht über die Erinnerungen von Sora und denen, die mit ihm verbunden sind. Eine Hexe? Nun, so nennt mich Dis. Ich weiß nicht, warum ich diese Macht besitze. Aber so ist es. Ich weiß nicht mal, ob es einen richtigen Weg gibt, sie einzusetzen. Da kann ich dir auch nicht helfen. Komisch. Plötzlich habe ich das Gefühl, mich selbst gar nicht zu kennen. Ich wüsste es jetzt doch gern. Was weißt du über mich, was ich nicht weiß? Dich... Es sollte dich eigentlich gar nicht geben, Roxas. Was? Wie kannst du so etwas sagen? Selbst wenn es wahr wäre. Tut mir leid. Manche Dinge bleiben wohl besser unausgesprochen. Roxas!
Roxas! Hä? Hast du sie gesehen? Ja. Achte auf das Fenster. Da. Ach, Mensch. Es waren also nur die Vorhänge, die sich in der Zugluft bewegen. Hätte man sich bei der Bruchbude ja denken können. Stimmt. Gehen wir zurück zu unserem Treffpunkt. Heiner und Olette warten schon. Und Leute, wie war's? Das Mädchen im Fenster hat sich als flatternde Gardine entpuppt. Hab ich mir schon gedacht und den Aufsatz so gut wie fertig. Klasse! Wollen wir Heiner suchen gehen? Er ist wahrscheinlich am Bahnhof. Wir haben jetzt nur noch 2 Tage zusammen. Was? Die Sommerferien schon vergessen? Ach ja, stimmt. Morgen durchforsten wir die Stadt. Übermorgen ist das Sommerfest. Der letzte Tag des Sommers. Sag sowas nicht. Ich hab schon Magengeschwür davon. So wie ich das sehe, kommt das eher von dem vielen Eis. Warum hast du ihm diesen Zug gezeigt? Entschädigung für den geplatzten Strandausflug. Wie nett von dir. Sag mir, die Lücken in deinem Gedächtnis, sie füllen sich wohl langsam wieder. Ja, der Nebel lichtet sich. Das Gleiche widerfährt allen, die mit Sora verbunden waren. Bald schon wird er wieder ein guter Freund sein, der 1 Jahr lang weg war. Ich habe lange genug gewartet und will es jetzt wissen. Was ist dein Ziel? Rache. Rache? Beschließen wir es also. Zuerst müssen wir Namine loswerden. Ihre Aufgabe bezüglich Sora hat sie bravourös erfüllt und es wird Zeit, dass sie verschwindet. Roxas ist nicht der Einzige, den es nie hätte geben dürfen. Kümmere dich darum, Anselm. Wiederherstellung bei 97%. Ist das alles, was nach der Eroberung durch die Herzlosen übrig geblieben ist? Diese Welten werden wiederhergestellt, wenn wir Anselm besiegen, richtig? Aber wenn wir ihn besiegen und die ganzen Welten wieder voneinander unabhängig sind, was wird dann aus diesem Ort und aus uns? Alle Welten entspringen der Dunkelheit und enden in ihr. So auch das Herz. Du siehst, die Dunkelheit ist des Herzens wahr. Das ist nicht wahr! Ein Herz kann noch so schwach sein und manchmal auch nachgeben. Aber ich habe gelernt, dass es tief im Innern ein Licht gibt, das nie erlischt. Kingdom Hearts! Erfülle mich mit der Macht der Dunkelheit! Du irrst dich. Ich weiß es jetzt. Ganz sicher. Kingdom Hearts ist das Licht! Und jetzt, Sora, werden wir diese Tür für immer verschließen. Kümmere dich um sie. Kairi! Sora! Ah! Kairi! Weißt du noch, was du gesagt hast? Ich bin immer bei dir.
Ich komme zu dir zurück. Versprochen. Das weiß ich, Sora. Und was tun wir jetzt? Wir müssen Rico und König Mickey finden. Aber wo sollen wir denn jetzt diese eine Tür zum Licht finden? Hier, Charles? Donnerwetter, das Siegel des Königs. Hey, hast du König Mickey gesehen? Auf geht's! Ich habe ihn getroffen. Er ähnelt dir wirklich sehr. Wer bist du? Das ist die Szene aus Kingdom Hearts 3, 58,5 Tage am Ende. Warum hast du das Schlüsselschwert? Was weiß ich? Der 6. Tag. Mensch, ich habe letzte Nacht kein Auge zugekriegt. Leute? Hä? Was auch immer jetzt los ist, finden wir es heraus. So weit ist es also gekommen. Mir wurde dieser eklige Auftrag erteilt, dich auszulöschen. Wenn du dich weigerst, mit mir zu kommen. Wir sind doch gute Freunde, oder? Klar, aber ich lasse mich nicht in einen Dämmerling verwandeln. Warte, du erinnerst dich also wieder? Ja. Großartig, aber ich muss auf Nummer sicher gehen. Sei mir nicht böse. Wie heißt unser Boss? Wäre ja auch zu schön gewesen.
Ach. Das ist jetzt ein neuer Gegner. Ich hasse die Gegner. Aber ich habe ihn trotzdem besiegt. Super. Raksha, komm zum Herrenhaus. Es ist Zeit. Zeit ist komplett stehen geblieben. Den Roxas, den ich kenne, gibt es also nicht mehr. Tja, dann soll es wohl so sein. Zum Herrenhaus. Mal sehen, was dort dann auf uns wartet. Nochmal so ein Vieh. Verdammt. Aua. Naja, was soll's. Gut. Ah. Okay. Wenn du mich schon rufst, dann mach auch auf. Okay. Das Herrenhaus. Die Skulptur des Schlosses ist beschädigt. Ah ja.
Was gibt's hier? Mehr Gegner. Okay. Der ist auch weg. Und der auch. Aber es waren noch nicht alle, wie es aussieht. Fuck. Aua. Danke. Okay. Beide noch geschafft. Nur eine gewaltige Kraft kann ihn zerstört haben. Ah ja. So. Die Tür ist blockiert und kann nicht geöffnet werden. Gehen wir mal in das Zimmer von Namine. So. So. Du hast dich entschieden? Warum mich das Schlüsselschwert auserkoren hat? Ich muss es wissen. Stell dich nicht gegen die Organisation! Die Organisation 13, sie ist böse? Ob gut oder böse, das weiß ich nicht. Sie sind eine Gruppe unvollkommener Personen, die vollkommen sein wollen. Daher die verzweifelte Suche. Wonach? Kingdom Hearts. Du lachst? Naja, ich glaube, ich bin vor der Frage weggelaufen, die ich so gerne stellen würde. Was geschieht jetzt mit mir? Bitte sag es mir. Das ist alles, was ich wissen will. Du... Namine! Kein Wissen verleiht dir die Macht, dein Schicksal zu ändern. Und wenn schon. Ich möchte es wissen. Ich habe ein Recht darauf. Niemand hat das Recht auf irgendetwas. Oder überhaupt das Recht zu existieren. Aber was ist ein Niemand? Diz, wir haben keine Zeit mehr. Zu viele Niemande. Roxas, Niemande wie wir sind nur halbe Personen. Du verschwindest nicht. Du wirst wieder ganz.
ich verschwinde? Genug der Anmaßungen. Nein, du wirst nicht verschwinden, du! Nein! Roxas! Wir sehen uns wieder und dann sprechen wir über alles. Wir werden uns vielleicht gegenseitig nicht wiedererkennen, aber wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Eines Tages. Ich verspreche's. Lass sie los! Namine! Naminis Zeichnungen. Und Karte des alten Herrenhauses. Okay. Gut, an der Stelle werde ich dann die Folge beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt auch die Aufnahmesession beenden. Ich habe jetzt einige Folgen aufgenommen. Und ja, dann erfahren wir, wie es mit Roxas zu Ende geht. Bis dahin und tschüss.